Hinweis: Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Da soll angeblich so ein Bild, soll ich glaube, in irgendeinem Haus sein, wo eine Frau drauf ist, die Wangen so teilweise aufgerissen hat. Vorher waren da keine Kratzer auf dem Bild, jetzt sind da Kratzspuren auf dem Bild, weil dieser Matthew von den Devs meinte ja, dass wir Informationen über den neuen Killer in den Maps finden. Ah, okay, oh, Urin ist drin. Oh, aber nur Stufe 1. Und so hat er halt so gesucht und hat halt das Bild gefunden, weil er hat auch irgendwie so einen japanischen Brieffreund oder so. Und da hat er halt von dieser Legende von der Frau, weil ihr Mann oder Freund hat ja irgendwie so die Wangen halt so aufgeschnitten. So wie bei Joker hat sie jetzt auch so eine Maske im Prinzip mit so einem fetten Grinsen an. Und entweder wird das der neue Killer. Ist übrigens halt der Feinsteller. Oh, nice. Oder halt ein Samurai, weil bei 2 auf dem Bild. Oh, schon aufgehangen. Ja, flott. Ja. Hier Teaser sind ja auf. Da ist ja so eine Schiebetür, so eine typisch japanische Schiebetür, die mit ganz klassischen aus den alten Häusern sind da halt. Ich bleib mal hier. Weiter geht. Ich hoffe, ja. Die Person hat geliehene Zeit. Oh. Der Feinst- stimmt, der Feinsteller hat ein Leuchterschwert. Das ist halt. Ja, und dann hört man in dem Trailer so Schritte. Aber die Schritte sind viel zu schwerfällig und viel zu schwer für eine Frau. Und deswegen dachte er, okay, es ist vermutlich ein Samurai. Hm. Weil der würde auch hinkommen, weil entweder Samurai oder halt diese Frau da. Könnte auf jeden Fall interessant werden. Ich freue mich schon. Wann ist es denn eigentlich wieder soweit? Weißt du, welcher Monat? Genau, apropos. Da war ja ein, ich sag jetzt mal, auf einem Fenster der Tür, der Schiebetür im Teaser war eine 2 und eine 3. Und im Japanischen, was hat er als irgendwie erklärt, zusammengesetzt, ist das ein Datum, 23. Ah, okay. Er liebt das und der ist nächsten Donnerstag. Okay. Also, es könnte sein, dass sie damit auch auf den Killer und auf das zukünftige Datum anspielen, sozusagen. Wann das rauskommt. Also es kann sein, dass es jetzt nächsten Donnerstag nach dem Stream oder vorauskommt, beziehungsweise nach dem Death-Stream. Und wäre auf jeden Fall auch sehr typisch, was zur Gamescom-Zeit zu machen. Weil das ist ja auch, ich finde da. Ich habe Ruinen gefunden. Auch so, oh, nice. Die Infos sind auch so ein bisschen tricky, finde ich. Wenn man ja, okay, Infos sind im Spiel. Weil erst hieß es ja, okay, es ist der Teacher. Weil der Teacher sollte ja eigentlich anstatt der Nurse früher mal kommen. Weil, und jeder denkt, ja, okay, es ist der, weil die Dateien im Spiel sind. Aber der Matthew meinte auch, dass es ein Killer ist, wessen Dateien nicht in den Spielen, in dem Spiel ist. So. Hm. Also in den Dateien des Spiels. Was du mal alles weißt, Flora, ey, wirklich. Ich weiß alles nur aus seinem Video, mehr nicht. Er hatte alles so genau erklärt und. Das ist der Grund, warum du hier die Geheimagentin bist, weißt du? Weil du immer alles so gut weißt. Frag mich dann auch, wen wir als Überlebende kriegen oder überleben da. Also es wäre ja bestimmt so geil, wenn es irgendein Kerl vielleicht so im Kimono oder so eine Frau im Kimono ist, das wäre schon geil. Ja, fänd ich mega auch cool. Es ist ja beides so im japanischen Stil. Oh, wow, deswegen, wieder der Keller. Was machen die alle nun da hinten? Die Mac rennt wieder weg. Dann ist es gefährlich.
Oh, bei mir ist der Feinsteller unterwegs. Puh. Gut, dass er die Richtung gedreht hat. Er klebt mir am Po. Das am macht Popo. Mich nicht froh. Am Popo. Tudi, tudi, tu. Ich renn mal ein Stück weg. Und da steht eine Falle. Das ist schlecht. Ja, du hast geringe Zeit drauf. Dein Bestes. Vor allem so ein richtiger Hallo. Fallensteller, der die Fallen unter die Paletten steckt. Da müssen wir auf jeden Fall noch aufpassen. Ah, er hat mich gleich, Manu. Bitte lass hier keine sein, dankeschön. Bitte renn bloß vor der Hütte weg. Nein! Sehr dumme Aktion. Aber wenigstens nicht bei der Hütte. Ha. Ja, ich liege hier gerade noch so rum. Ach, Menno. Das ist ja kannst ärgerlich. Kannst du irgendwie sehen, wo die Mac ist? Die war hier direkt neben mir gerade. Am Jen, der hier steht. Nia und mein Jen ist zur Hälfte. Ich stehe hier mal so rum. Die dumm. Er stellt vor mir eine Falle ins Gras. Und er stellt eine Falle direkt unter das Fenster hier bei mir. Und jetzt kommt er zu euch. Ich wollte gerade sagen, das wäre Wunder, wenn du mich nicht siehst, Klapper. So, sehr gut. Er ist ein Stück beiseite gerannt. Mann, jetzt hat er mich schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Gerade geheilt und schon... Ja, wirklich. Vor allem, jetzt bin ich hier bei der Hütte. Jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich nicht in eine Falle renne. Ja, die hat er bestimmt ziemlich abgesichert. Sondern ist beim Fenster, wenn du rausspringst ist, oder reinspringst. Da, manche stellen da eine hin, manche nicht. Oh, jetzt ist der schon wieder hinter mir her, ey. Wie ätzend ist das denn? Flora, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Oh Mann, die anderen rennen einfach nur vor weg. Oh, wie gemein. Die hätten ja so gut mal was tanken können. Guck mal, ob ich hier vielleicht ein Sunny-Set finde, damit ich dich vielleicht dann heilen kann. Jetzt komme ich doch bestimmt in den Keller. Ich habe noch eine Instant-Heilung bei. Ah, ich habe hier... Grüne Kiste? Ah, Mann. Ja, 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 wird der Keller. Bei jeder im Keller. Ah, ich hätte einen weiten Bogen um den Keller machen sollen. Oh, es war so knapp, ey. Ich hätte mich fast freigewiggelt. Ja, das ist immer... Ich hätte einfach mal ein Stück weiter wegkrabbeln sollen. Oh, ich muss ja strugglen. Hoppla. Aber der hat auch so ein neues Trapper-Outfit an. Das finde ich auch cool. So, wo seid ihr denn hier alle? Darf ruhig mal jemand kommen, gar kein Problem. Ja, Trapper Reno ist hier nun gerade, der, Ich habe ja auch immer so ein Glück, ey. Er ist direkt über dir. Träumchen. Vielleicht ist gerade da eine Falle. Wo genau? Ja. Direkt beim Eingang. Das heißt, ich muss von der anderen Seite kommen. Die Nia ist auch gerade unterwegs. Wow, schön, dass... Ich entschärfe mal die auf dem Fenster. Ja, sehr gut. Und noch ein bisschen tanken. Alter, ich... Der lässt sich nicht von mir beirren, liebe... Alter, kannst du mich mal tanken? Hallo, Nia! Alter, was ist das denn für eine jetzt hier gerade? Oh, wow, Gott sei Dank hat er daneben gehauen. Hui! Ich hatte gerade kein Insta-Heal bei. Wo ist mein Insta-Heal? Hast du das schon verwendet? Nein! Vor allem, wenn ich jetzt noch einmal...
kurz hier mein Dingel annehme, dann bin ich, ist der Kasten sowieso weg. Der tunnelt dich, eiskalt. Ja, mach da richtig super. Ja, ich hatte vorhin auch miese Tunneler. So mies. Dass die anders auch nicht spielen können, verstehe ich nicht. Vor allem, ich höre dich ja immer noch schreiend hinter mir so, weißt du? Nein! Oh Gott! Der hat es gerade nicht umgeworfen, ey. Das gibt's gar nicht. Oh Mann, nein. Ich lieg direkt unter der Palette. Oh, wow. Wow. Uhi. Ich bin davon gekommen. Wie war das denn möglich? Die Palette, die hatte ich auch schon. Wow. Sein Ernst. Wow. Sein Ernst. Also Respekt, Respekt. Leichter. Wirklich Respekt. Ah, aber immerhin ist so mein Koffer nicht abhanden gekommen. Sehr interessant, ey. Hä? Habe ich gerade kein Insta-Heal bei gehabt? Habe ich mir das nur eingebildet, dass das nicht funktioniert hat? Was hatte ich denn bei? Ach so, ich hatte nur Kompressen bei und eine Heilungsgeschwindigkeit. Wow, ich habe mich voll auf den Insta-Heal verlassen. Ja gut, war dann anscheinend nicht so. Und ich wundere mich, warum es nicht funktioniert. Ach ja, war nicht so schlau. So, überlebe mit Freundinnen. Überlebe mit Flora. So, mit O. Vor allem direkt hier, wo wir drei gespawnt sind. Nur du irgendwie nicht. Ja, ich merke gerade, ich bin komplett. Ist direkt Dobby, ein. Doktor. Ah, okay. Doktor nicht gesehen. Oh nein. Oh, du hast aber auch ein Pech, Flora. Oh nein. Und ich konnte nicht übers Fenster springen. Okay, das ist auch sehr ungünstig. Aber wir haben gleich den ersten Gen fertig, falls sich das beruhigt. Ein bisschen. Ich bin hier gerade nur, um mein Leben zu kämpfen. Sieht schon mal sehr gut aus. Vielleicht wird er ja durch unseren Gen abgelenkt. War, glaube ich, direkt bei euch in der Nähe. Ja. Ich habe dich langlaufen sehen. Aber hat ihn irgendwie nicht gejuckt. Oder? Oh, doch, er ist gerade hier. Alles klärchen. Hui, lieber Herr Doktor. Ich wollte die Medikamente nehmen. Sie müssen mir glauben. Er ist schon wieder hier. Aber er ist immer noch hinter mir her. Alles gut soweit. Hui. Hui. Okay, er hat's aufgegeben. Sehr gut. Er ist hinter Fukinda. Oh, ist auch die Besessenheit. Deswegen ist es toll, weil wir sehen jetzt auch, wann die Besessenheit verfolgt wird. Das finde ich auch ja, gut. Ja, das ist sehr, sehr weil praktisch. Dann, ich nenne es jetzt mal Arme so bewegen. Oha! Ich habe voll den Fähigkeiten-Check voll nicht gesehen. Oh. Der ist auf einmal an der Seite erschienen. Und dann habe ich ihn verhauen. Das war nicht so gut. Ich bin übrigens in der Mitte, falls du mich suchst. Ich glaube, ich habe den Killer gefunden. Der Killer ist gerade rechts von mir. Hallo, Mäuschen. Ah, hallo. Oh, ich habe gerade eine Fliege auf dem Arm. Hilfe, wo kommt die denn her? Und wo kommt der Killer schon wieder her? Warum macht der denn sowas? Lenk mal hier durch Geräusche ab. Aber es hat ihn irgendwie nicht gejuckt. Oh, Sackgasse. Ich werde gefrisselt. Ich versuche mal zum Haken zu gelangen. Oh. Das hast du ja mal eiskalt übernommen. Oh wow. Schreit sie erstmal. Oh, Alter, warum schreien wir denn gerade alle los? So ein Ärger. Oh Mann, wie ärgerlich. Leider. Wir hätten sie voll durchheilen können, hätten wir nicht geschrien. Oh Mann, leider dann, ist das ätzend. Leider in die Stufe 3. Wie ätzend ist das denn, ey? Verdammt. Muss ich erstmal am Ende der Welt hier beruhigen, sonst. Wow. Mädel. Kommt man bestimmt über die ganze Map. Vor allem überladen hat er auch noch drin, ne?
Doktor. Bist du in der Nähe von Fu, Pi, Fu? Ja, genau, wie der Doktor. Soll ich kommen oder geht's? Alles gut. Ich habe nur hergecheckt. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Ich leider auch nicht. Ist auf jeden Fall nicht in der Mitte. Gute Nacht, Shelly. Dachte, sie wäre schon. Ja, sie ist gerade nochmal wiedergekommen und hat nochmal gegrüßt. So. Renn um dein Leben. Ja, der Doktor ist gerade an mir vorbeispaziert, einfach so. Und es hat ihn irgendwie nicht so richtig gejuckt. Ja, der Doktor hat sich gerade auch nicht für mich gejuckt. Oh mein Gott, noch ein Gen und ich habe gerade Lex des Todes. Ich bin gerade an dem Gen, wo du sie vom Haken geholt hast. Und Doktor ist bei mir. Dann komm vielleicht lieber nicht hierher. Okay, aber die andere Alinada? Person wurde jetzt gehauen. Okay, ich bin jetzt ungefähr bei 30%. Ich schau hier oben mal im Schockraum, ob da irgendwie was ist. So, Totems etc. Ja, das ist bestimmt sinnvoll. Oder eine Truhe, die ich aber nicht machen kann, weil der Doktor in der Nähe ist. Zum Beispiel auch, wenn Überlebende sagen so, du hast Nöd, denke ich mir auch immer so, ja gut, du hättest ja auch alle Totems wegmachen können, dann hätte ich keinen Nöd gehabt. So, mein Gen ist jetzt 3/4, aber der eine Überlebende kommt hier gerade vorbei. Okay, der Doktor bleibt aber hartnäckig dran. Soweit, so gut. Vor allem, wie wir einfach alle mit Schugge sind, so, ne? Jetzt kommt er wieder zurück mit dem Doktor, im Ernst. So, und der Doktor kommt natürlich zu mir. Richtiges Träumchen. Hatte aber lieber vor, den Gen einzutreten. Alles klar. Das Einzige, was Claudette macht, ist... Jetzt schreit nein, die! Ina. Ihr Ernst? Oh, wie ärgerlich. Ich habe mich gerade verstecken wollen und dann schreit sie einfach. Oh, Mann. Kann mal irgendjemand meinen Gen fertig machen, der nur noch 10% brauchte? Wo ist der? In der Ecke, wo der Haken war. Hilfe. Der Doktor ärgert mich. Der will mich. Versuch ihn zu finden. Schlimm ist, ich kann mich auch nicht heilen, weil der mich ständig hier hat. Oh, Mann. So, jetzt ist wenigstens der Ausgang offen. Das ist ja mal was. Achso, ich kann mich nicht heilen, weil ich mich beruhigen muss. Leute, ich hänge hier fest. Wäre schön, wenn mal jemand den Ausgang aufmachen würde. Hilfe. Wow, die eine hat gerade ernsthaft... Wieso hast du die Palette umgeschmissen, du Dominus? Wieso? Hilfe. Wir sind gerade bei einem. Und wo ist der? Ich habe immer noch den Doktor am Po. In der Nähe vom Schockraum. Ja, oh wow, ich sehe dich, ich sehe dich. Hilf mir. Nicht sehr Hilfe, da. Hinter dir, Hilfe! Nein! rennt doch nicht alle zum Ausgang! Oh wow. Hat er Nöd? Na toll. Wie? Das einzige. Claudette verpisst sich jetzt. Ja, wow. Ich sag's. Das einzige und? Gute ist, er kann uns nicht alle aufhängen. Also der David entkommt safe. Ach nee, du auch. Krabbel einfach schön weiter. Ich versteck dich am Rand. Vorsicht, ich hänge jetzt schon. Ah, wie ärgerlich ist das denn, Ich versuch's dann mal mit dem Fluchtversuch. Natürlich, war klar, David. So, Fluchtversuch hat nicht so viel gebracht, wie erhofft. Ach, Menno, ey. Das war so knapp. Gleich. Oh. Hallo. So knapp. Ah, du hast noch Fluchtversuch, oder? Yep.
Dann drücke ich dir mal die Daumen. Das steht hier aber direkt vor meiner Krise. Richtig nett. Egal. Da hätten wir mal alle Tote im Zimmer. Ja, wirklich. Das ist, was ich gerade noch meinte, ne? La 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 la. Es war so knapp. So knapp. Ich habe nicht einmal mein Sunny-Set benutzt, ey. Und jetzt ist es einfach weg. Voll ärgerlich. Ach, Menu. Das macht doch keinen Spaß. Ärgerlich. So, wie sieht's mit unseren Margaritas hier aus? Mensch, wir brauchen noch 29. Juhu. Wir werden besser. Also mit den Margaritas geht auch eigentlich relativ schnell. Ja, relativ. Muss halt ein paar Stunden spielen. Ja, aber sonst geht's eigentlich relativ flott. Ach, Mio. Man muss halt nur die ganzen Gens machen und dann läuft es. Ja. Wenn man die nicht macht, ja, dann hat man... Brauche es etwas länger. Ja.